Ja, hallo ihr Lieben. In diesem Video wollte ich kurz über Erschöpfung und Erschöpfungszustände sprechen, weil ich in letzter Zeit von vielen Leuten gehört habe, dass sie so etwas erleben und weil ich euch einladen wollte, einen etwas anderen Blick auf dieses Thema zu werfen und vielleicht ein bisschen ein tieferes Verständnis zu bekommen, warum wir tiefe und auch manchmal lang anhaltende Erschöpfungszustände erleben können. Ein Grund kann dafür sein, dass unser Körper einen ganz tollen Überlebensmodus besitzt, den wir als Freeze-Zustand oder Erstarrungszustand bezeichnen. Und die meisten von uns kennen vielleicht die Ebene Fight-Flight ein bisschen mehr. Das ist die aktive Seite von unserem Überlebensmodus, wenn wir weglaufen, wenn wir kämpfen, wenn wir aktiv etwas tun, um unser Überleben zu retten. Und die Freeze-Ebene ist etwas, was erst dann einsetzt, wenn der Körper das Gefühl hat, es macht keinen Sinn mehr zu kämpfen, es bringt nichts mehr wegzulaufen. Alle Chancen sind null. Ich kann jetzt nur noch mich innerlich total zurückziehen, meine Energie runterfahren und erstarren. Im Idealfall ist es tatsächlich ein kurzer Moment. Und wenn dieser Schutzmodus zum Beispiel einsetzt, nachdem wir einen Unfall hatten, dann sind wir für einen Moment gelähmt und unser Körper fährt alle Sachen runter, nur noch das Lebenswichtige wird am Laufen gehalten und das kann unser Überleben sichern, ja, und kann die Energie für das, was am allerwichtigsten ist, aufheben sozusagen. Und das ist für kurze Momente gedacht, natürlich nicht als Dauerzustand, aber es kann sein, dass wir zum Beispiel in unserer frühen Kindheit in einem Umfeld aufgewachsen sind oder in schlechten Beziehungen gewesen sind mit den Menschen, die eigentlich für uns hätten da sein sollen, was uns in einen dauerhaften Überlebensmodus versetzt hat. Kinder können meistens, wenn sie klein genug sind, auch nicht weglaufen, können meistens auch nicht kämpfen. Oft sind diejenigen, die sie bedrohen oder wo es einfach schlimm ist, die Menschen, die dauerhaft einfach in ihrem Leben sind. Und es kann sozusagen sein, dass dein Körper in einer frühen Phase deines Lebens in einen Freeze-Zustand gegangen ist, um den Schmerz, die Herausforderung, die Bedrohung, die eventuell da war, nicht mehr fühlen zu müssen, um sich da rausnehmen zu können. Und wenn es über einen längeren Zeitraum ist und wir nie aus dieser Situation wirklich rauskommen und danach Unterstützung erhalten, um das zu verdauen und zu verarbeiten, dann kann ein Teil von unserem Körper da drin hängen bleiben. Und das sieht dann so aus, dass wir natürlich oftmals auch in der Lage sind, normale Sachen zu machen, aber ein Teil von uns ist erstarrt, erfroren, zurückgezogen und ein Teil von unserem Körper ist auch in diesem Zustand. Das kann dann bedeuten, dass es für uns schwieriger ist, in Schwung zu kommen, uns wirklich wohlzufühlen in Aktivität, den ersten Schritt in irgendetwas zu machen. Das kann dazu führen, dass unsere Durchblutung im Körper nicht so toll ist, dass unsere Verdauung nicht so toll ist, dass alles so ein bisschen runtergefahren ist, verlangsamt. Vielleicht sind wir auch langsamer darin, mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen. Oder wir haben immer das Gefühl, alles geht viel zu schnell, die Welt ist viel zu laut, ich komme nicht mit. Bis ich mal aufgetaut bin, sagt man ja auch oft, auftauen, bis ich aufgetaut bin, sind die anderen schon wieder längst weg. Und ja, das kann einen sehr isolieren. Und wenn wir in tieferen Ebenen von uns selbst unerlöste Freeze-Zustände haben, kann es tatsächlich auch sich so auswirken, dass wir erschöpft sind, dass einfach der Körper im Energiesparmodus ist und wir merken, ich bin eingeschränkt, ja, ich will vielleicht mich bewegen, ausdrücken, lebendig sein, aber da ist diese
Ebene, die mich lähmt. Und der Körper schüttet tatsächlich Stoffe aus, die uns in gewissem Sinne ruhig stellen, alles runterfahren. Wenn wir dann mit Gewalt versuchen, aktiv zu werden und uns selbst die Schuld geben dafür, dass wir eben erschöpft sind oder etwas langsamer sind, dann kostet alles unglaublich viel Kraft. Ein kleiner Schritt kann, wenn Freeze-Zustand mit im Spiel ist, wahnsinnige Kräfte kosten, wahnsinnig anstrengend sein, weil man immer dagegen gehen muss. Es ist so ein bisschen wie, ja, tatsächlich, wie wenn man ein bisschen sich vorstellt, man würde eine Narkose bekommen und man würde die ganze Zeit versuchen, wach zu bleiben und dagegen zu gehen und nicht sich da reinziehen zu lassen. Aber das zieht die ganze Zeit, es zieht einen in dieses, in diese Tiefe rein, ja, in diesen Freeze-Zustand rein. Natürlich nur vielleicht ein klein bisschen, nicht so stark wie jetzt bei einer tatsächlichen Narkose, aber immer ist so ein bisschen diese Unterströmung da. Ja. Und mein Tipp, was man damit machen kann, wenn das Nervensystem einfach sehr mit Freeze belastet ist, ist, dir Phasen zu gönnen. Das können auch kürzere Momente sein, kürzere Sequenzen in deinem Alltag, wo es Geborgenheit gibt, wo du dir Wärme ermöglichst und Ruhe. Phasen, wo du dir wirklich immer wieder sagst, ich muss jetzt nichts machen, ich muss jetzt nichts tun, alles ist okay. Am besten auch, indem du deine Umgebung bewusst wahrnimmst und merkst, oh, im Moment bin ich hier in meinem Raum oder hier in meinem Garten oder wo auch immer und es ist einigermaßen okay. Ich bin einigermaßen sicher und ich muss jetzt nichts tun. Das ist super wichtig, weil ein Teil von unserem Nervensystem noch in der Vergangenheit hängt und denkt, oh, es ist irgendwas ganz, ganz Schlimmes und ich muss in diesem Freeze-Zustand bleiben. Und diese ruhigen, warmen, geborgenen Momente, wo nichts von dir gefordert wird, die sind wichtig. Und auf der anderen Seite können wir auch kleine, aktive Schritte nutzen, um ein ganz klein bisschen unser Nervensystem einfach anzuregen, wieder in Richtung auch Aktivität zu kommen. Das müssen natürlich Dinge sein, die möglich für dich sind, die deiner Kapazität entsprechen. Also nicht gleich, oh, morgen laufe ich einen Marathon aus dem Stand heraus, sondern oh, ich mache mal hier einen Schritt und mal da eine Bewegung und mal da 5 Minuten etwas Aktives, ja. Und da müssen wir uns vielleicht ein bisschen überwinden, ein bisschen anstupsen, ein bisschen überreden, spielerisch, um da reinzukommen. Aber auch diese kleinen aktiven Schritte, die können uns helfen. Und am besten ist eben dieser rhythmische Wechsel zwischen Ruhe, ich muss nichts tun und ja, jetzt stupse ich mich ein bisschen rein und tue ein kleines bisschen was. Und dieses Hin und Her, das ist super heilsam, das ist super wichtig und möglichst schauen, dass man sich immer wieder auch orientiert und das hier und jetzt wahrnimmt und rausfindet. Und weil ich das Gefühl habe, dass so viele von uns ein Nervensystem haben, was im Überlebensmodus ist, entweder im Kampf oder in der Flucht oder in diesem Freeze-Zustand, habe ich angefangen, in der Oase, in meiner Online-Community ganz viele kleine Helfer aufzunehmen und Videokurse habe ich dazu aufgenommen, wo du erstmal verstehst, was ist da überhaupt los in meinem Inneren und wo du dann auch ganz kleine, konkrete Schritte und Übungen lernst, die dir helfen, dein Nervensystem nach und nach wieder in mehr Regulation, in mehr Harmonie zu begleiten. Und es gibt nichts Schöneres, als zu merken, oh, ich werde lebendiger und ich bin nicht mehr so sehr im Überlebensmodus. Ich kann mehr im Hier und Jetzt sein und mein Leben kann wieder fließen. Ich kann mich wieder ausdrücken oder lebendiger werden. Und jetzt im Moment ist das Tolle, dass die Oase gerade geöffnet hat. Bis zum 21. Juni hast du die Möglichkeit, in die Oase einzusteigen, wenn du das Gefühl hast, ja, es wird Zeit, aus der tiefen inneren Erstarrung oder Erschöpfung langsam herauszukommen. Oder wenn du das Gefühl hast, boah, bei mir ist eher die andere Seite, bei mir ist eher der Dauerstress und ich würde super gern lernen, da ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Da gibt es jede Menge Infos und
ganz konkrete Unterstützung in der Oase. Ja, und ich lasse dir den Link unter dem Video. Dann kannst du dir die Oase mal anschauen und eventuell dich anmelden. Alles Liebe und bis dann.